So, Freunde, ich leite euch mal kurz durch die Techniken und durch die Funktionen des Mighty Proton Pack Light und Sound Kit. Ja, in meiner Ausführung habe ich von der 12 Volt Rennakku Batterie / Dings da, welche in der Booster Tube Platz finden. Separat erstmal zwei Schalter für die Endstufe, welche ich jetzt angemacht habe, und des Mighty Light Kit Sound Controller, welchen ich jetzt anmache. So, das Pack ist jetzt an. Ich muss ein bisschen lauter sprechen, weil die Endstufe ist noch nicht mal auf Maximum. Aber aufgrund dessen, dass auf Maximum das Pack Shell am Vibrieren ist, hat man so komische Geräusche, deswegen musste ich es ein bisschen runterdrehen, immer noch ganz schön laut. So, wir nehmen jetzt die neue... Ah! Klemmt manchmal ein bisschen, wenn man nicht gerade dran zieht. So, die Neutrona-Wand ist jedem Fan bekannt. Wir haben drei Schalter und zwei Drückerknöpfe. Wenn dieser Activation-Schalter an der Triggerbox nicht an ist, geht gar nichts. Wir schalten ihn an. Die Gun ist jetzt eingeschaltet. Ne? Erkennt man daran, dass das sogenannte Clipper Light hier blinkt. Unterm Clipper hier. Der Bargraph geht komplett rauf und runter. Danach hat man die Möglichkeit, einen Slowbo einzuschalten oder auch nicht. Der ist für verschiedene Sound Setups und Feuermodi zuständig. Komme ich gleich zu. Dann haben wir noch den, ich nenne ihn jetzt mal auf Deutsch übersetzt, den Feuerbereitschafts- und manuellen Lüftungsschalter. Wenn man diesen einschaltet, ne, ist das dieser schöne Heat-Em-Up. Da wird man gleich sehen, dass die blinkende LED permanent an ist und das Ventlight geht an. Und der Bargraph wechselt auch das Lichtspiel ein wenig. So, eingetreten ist, was ich erzählt habe mit diesen beiden Lichtern, und der Bargraph, ne, schlabbert oben richtig schön rum. So, jetzt haben wir die Möglichkeit zu feuern, den Blast Stream und den Capture Stream. Der Blast Stream lässt diese orangene Cap hier leuchten und kurz vorm Überhitzen fängt diese an zu blinken. Ja, nebenbei auch bemerkt, ich feuere mal kurz und danach hört ihr einen Wind Down Sound. Ja? So. Dieser Wind-Down-Sound ist umso länger, je länger man vorher gefeuert hat. Das Pack wird aufheizen, das geht schneller und das geht schneller und kühlt nach dem Feuern auch automatisch langsam ab. Es wird wieder langsamer, bis es die jetzige Normalgeschwindigkeit erreicht hat. So. Wir achten auf Hypotron, auf Powerset und auf die Leuchte. Verhitzung eingetreten, automatische Abschaltung und automatische Belüftung folgt. Und wenn man dann die Gun noch über diesen Schalter hier eingeschaltet hat oder generell eingeschaltet ist, fährt das Pack auch automatisch wieder hoch. So. Ja. Jetzt zeige ich euch den etwas längeren Wind-Down-Sound. Ich halte das mal ein bisschen hier, weil noch hell ist. So, und ist schnell, es wird länger dauern, deswegen manuelle Belüftung und wieder einschalten. So, das dazu. Jetzt zeige ich euch den Capture Stream. Der sorgt nicht, der sorgt dafür, dass der Geist halt gefangen werden kann. Heizt das Pack aber auch nicht auf. Und sollte das Pack aufgeheizt sein, heizt es sich nicht weiter auf, kühlt aber auch nicht automatisch wieder ab. Also es bleibt auf der gerade aktuellen Hitzestufe. Der Capture Stream hat auch einen anderen Sound als der Blast Sound. So. Auch hier der Wind Down Sound ist immer an die Hitzestufe, die momentan gerade aktuell vorherrschende Hitzestufe gekoppelt. Das heißt, wenn das Pack aufgeheizt ist, dauert da der Wind-Down-Sound
auch im Capture Stream länger, wie als wenn das Pack jetzt gerade in der Normaltemperatur ist. So, jetzt zeige ich euch den Slowbow. Der Blast Stream ist jetzt der Boson Dart. Kann man schnell hintereinander feuern, aber man kann ihn auch gedrückt halten. Sorgt auch dafür, dass der Pack sich aufheizt. Ah, cool. So, und jetzt nochmal hier den Capture Stream. Der hat auch ein anderes Sound Settings. Ist ein bisschen mehr Elektronik mit drin, also so Blitze. Nette Geschichte. So, ich schalte die Gun komplett aus und ich zeige euch mal den Music Mode. Den gibt es im Normal und mit zufälliger Track-Auswahl. Dazu muss der Slowbow gedrückt sein. Ich mache einfach mal mit Slowbow hier, weil, ne, so. Dazu halte ich und gedrückt den Blast-Knopf hier und schalte die Gun über den Activation ein. Oh, dann hat das hat er jetzt wohl nicht genommen. Einen Moment. So, jetzt hat er es genommen. Wir sind jetzt, hat ihn wohl nicht richtig gedrückt oder so. Jetzt sind wir gerade im dritten Track, die dritte Segmentanzeige leuchtet. Wenn wir den Slowbow jetzt anlassen und der Track ist zu Ende, wird automatisch irgendeiner von den 15 gespeicherten Tracks gewählt und abgespielt. Man kann den Track hier oben stoppen und wieder von vorne laufen lassen. Man kann aber auch, selbst wenn man im Random Mode drin ist, die Tracks nacheinander durchwählen und diese abspielen oder auch wieder stoppen. Wenn ich den Slowbow ausmache und wieder in den Music Mode geht, wird sofort der erste Track gespielt und es folgt danach automatisch der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter. So. Ach ja, eins habe ich euch noch vergessen zu zeigen, was man natürlich auf keinen Fall machen sollte. Was man auch natürlich machen kann, ist, man kann jetzt den Feuerbereitschaftsknopf oben lassen und somit die Gun sofort aus dem ich bin komplett aus in den Feuerbereitschaftsmodus reinbringen. Geht auch, also man muss sie nicht nacheinander anmachen, so, und jetzt kann man die Ströme kreuzen, indem man erst den einen Feuermodus bedient und dann kurz mal den anderen Knopf drückt. Ich halte jetzt zum Beispiel den Capture Stream gedrückt. Ich drücke jetzt einmal den Blast-Knopf. Kühlt wunderbar ab und geht dann wieder in den Modus. Ich schalte alles aus, schalte auch hier aus, schalte da aus. Ja, mal ein bisschen gucken, dass sich die Kabel nicht verhandeln. Ja, wie gesagt, das Pack ist noch nicht hundertprozentig fertig. Zumindest was die Optik betrifft. Hier und da fehlen noch einige Bauteile, aber die haben nichts mit der Technik zu tun. Die Technik ist hundertprozentig komplett. Da wird sich nichts mehr dran ändern. Und kleiner Tipp, um schleichende Entladung vorzubeugen oder Schäden an der Elektronik, wenn man das Pack länger nicht benutzt oder halt nur an der Wand aufhängt, den Verbindungsclip an den Akku ziehen. Ja, ansonsten viel Spaß. Hoffe, euch hat es gefallen. Da bin ich. Tschüss. Mach ich mal den Winker-Uwe hier. Ich werde nur bekloppt, ey. So weit ist das schon gekommen. Wie tief kann man sinken?